Unsere kleine Emma erarbeitet eifrig eine eigene Bibliothek von Pappbilderbüchern. Gerade hat sie das neue Buch von Susanne Strasser, Kann ich bitte in die Mitte, erschienen im Peter Hammer Verlag, entdeckt. Kommt, wir lesen ein Buch, ruft das Kind. Oh ja, jubelt der Hamster. Ich hole schnell die anderen. Es kann losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Hamster und der Löwe lesen ein. Wartet, wiehert das Zebra, der Storch ist noch nicht da. So, jetzt kann es losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Hamster, der Storch und der Löwe lesen ein. Nicht so schnell, schnurrt die Katze. Ich will ein Kissen zum Kuscheln. So, jetzt kann es losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Hamster, der Storch und der Löwe lesen ein. Moment, mümmelt der Hamster. Ich hole noch schnell den Fisch. So, jetzt kann es losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Storch, der Löwe, der Fisch und der Hamster lesen ein. Autsch, schreit der Löwe. Runter von meinem Schwanz. So, jetzt kann es losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Löwe, der Fisch, der Hamster und der Storch lesen ein. Augenblick, blubbert der Fisch. Kann ich bitte in die Mitte? So, jetzt kann es losgehen. Das Zebra, die Katze, das Kind, der Fisch, der Löwe, der Hamster und der Storch lesen ein. Huhu, holpert das Nashorn herein. Habt ihr meine Hausschuhe gesehen? Nö, wir lesen gerade ein. Ach, jauchzt das Nashorn, da sind sie ja. Ups. Und was jetzt? Jetzt geht es los. Das Zebra, das Nashorn, der Fisch, die Katze, das Kind, der Hamster, der Löwe und der Storch lesen ein Buch. Und das Gefühl, das diese Lesebande jetzt erlebt, nämlich in eine andere Welt abzutauchen, hält auch Katrin Scherer fest in ihrem neuen Buch Dasein. In einer anderen Welt sein. Es geht um die ganze Welt der Gefühle. Wütend sein beispielsweise, getröstet sein, Nächster sein oder einfach glücklich sein. Katrin Scherer, Dasein. Was fühlst du? Erschienen im Hansa Verlag.